Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Runde Minecraft. Die Öfen brennen. Alles muss noch angeheizt bleiben. Die Öfen müssen laufen. So, für YouTube. Hier. So. Was wir hier an Rohstoffen rausziehen. Grandios. Schneller wird es natürlich mit der Eisenspitzhacke hier gehen. Und da bauen wir auch Eisen ab. Deswegen legitim. So, weiter geht's. Gleich wird das alles mitgenommen. Und wir haben sofort unser Ziel erreicht. Die paar Blöcke noch. Dann kommt hier eine Fackel her. Nämlich hier. Der Stein hier wird auch noch mitgenommen. So, und da unten. Da wollen wir hin. Ja, großartig, oder? So, Gold. Gold. Hier nicht. So. Ja, ich habe nur kurz geschaut. Da ist nichts. Gut. So, dann dieses Gold. Das muss natürlich noch mit. So. Für YouTube. Upsi. So. Hier bauen wir noch ein wenig vom Diorit ab. Soweit ich weiß, brauchen wir davon ja dann auch noch. Gibt eine ganze Menge Diorit. Wie praktisch. So. Dann wird weiter gegraben, nämlich, ja super, so, wir wollten den Bruchstein, genau, den wollten wir hier mal rausnehmen, das Eisen, dann wollten wir hier ein wenig Bruchstein rausnehmen, ach Bruchstein, schon geschmolzener Stein, so. Hier. Upsi. Den nehmen wir natürlich weg. Und legen hier drauf. So. Und hier kommt die Fackel. So, jetzt können wir nämlich hierher. Und haben hier sozusagen eine kleine Nische. Und in diese Nische bauen wir uns ein, die zwei Öfen. So, die ganzen Materialien, die drin waren, gewinnen wir natürlich wieder heraus. Das ist alles kein Problem. So, in der Nische kommen hier die zwei Öfen rein. Öfen. Hier und hier. Fackel, Fackel. Heller geht's fast nicht. So. Einmal Bruchstein hier. Einmal Bruchstein hier. Ein paar lassen wir uns. So. Und das ist normaler Stein. Großartig, da kommen wir mit guter Ausbeute zurück. So, den Kuchen. Und weiter. Haha, fast hättest du mich dran gekriegt. So, die Eisen haben wir ja noch, aber die normalen haben wir nicht mehr. So, und los geht's. Ein wenig wird hier noch gegraben, keine Angst. Nächste Folge machen wir wieder was anderes. Die Ausbeute war echt gut.
Wir können ziemlich viel geschmolzenen Stein mitnehmen. Nämlich wirklich viel. So. Ich meine, leider gibt es keine Anzeige, wie tief wir schon sind, aber ich meine, wir nähern uns schon diesen unteren Leveln. Weil es wird schon ziemlich düster hier unten. Also jetzt, das hat nichts mit YouTube oder so zu tun. Ich hänge gleich hier eine Fackel an. So. Sondern ich meine, es ist einfach schon düster hier. So viele Steine, viele Steine. So. Ja. Ist gut wegen den Steinen. Also ich beschwere mich da ja gar nicht. Ist schon okay so. Ah, schön. Wir haben echt viele Sachen. Und wir haben unser Gold gefunden. Unser erstes Gold. Das war wohl der Goldrausch, der uns dann hier zum Weiterbuddeln gebracht hat. So. Und hier auch noch. Und wir haben eine herrliche Nische, das muss man auch sagen. Wir haben eine herrliche Nische, die einfach nur uns gehört, mit zwei Öfen drin. Ist auch schön, muss gewürdigt werden. So, wenn diese Spitzhacke kaputt ist, dann ist es soweit. Und das ist bald der Fall. Ja. Und dann legen wir noch ab ein paar Sachen. Zum Beispiel diesen roten Stein, den brauchen wir jetzt gar nicht für den Turm. Dem habe ich dann was anderes vor, aber für den Turm brauchen wir den gar nicht. Deswegen, den legen wir dann einfach ab, laufen gleich weiter zum Turm und bauen im Turm weiter. Im Turm, am Turm, auf den Turm, rund um den Turm herum. Na, rund um den Turm nicht. Ha! Es ist schön. Wir gewinnen hier Rohstoffe. Ziemlich viel. So, da die Ebene mache ich noch. Und dann geht's rauf. So, fertig. Und fürs nächste Mal. So. Wir gehen rauf in unsere Nische. Sehen nach. Stehen fest. Ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und hier, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Genau. Ja, hey, du hast jetzt eine halbe Kohle verschwendet. Ja, habe ich. So. Runterschauen. Echt tief. So, aber. Es ist sogar Tag. Ja. So, was brauchen wir? Den Kürbiskuchen nehmen wir weiterhin mit. Die Bruchsteintreppen lassen wir hier. Hier kommen wir zum tollen Ergebnis, dass wir einen ganzen Stack... Wow, das ist toll. Den werden wir gleich umverarbeiten, umverbauen. Zu polierten. Polierten, wir brauchen ihn jetzt noch nicht, aber wir brauchen ihn definitiv. Also, der wird uns schon noch gute Dienste leisten. So, Andesit. Kann man den Andesit auch polieren? Wir schauen mal nach. Andesit. So. Andesit polieren. Geht das? Klar. Herrlich. Andesit. Andesit. Nein, Bruchstein. Bruchstein, Bruchstein. Polierter Andesit. So. So. Und hier rüber noch. Grandios. So. Das heißt, wir haben hier den Sand, nehmen wir. Wir haben Granit. Noch mehr Granit. Den polieren wir auch gleich auf. Was wir hier an polierten Rohstoffen bekommen, die werden wir dann alle für die Gänge brauchen. So, ups, jetzt habe ich was verraten. Dann haben wir hier Andesit. Ohne Ende. Doch, mit Ende, aber echt viel. Andesit. Bruchstein, Bruchstein. Wir haben normalen Stein, Bruchstein.
Bruchstein. Eisen, das lassen wir aber hier. Von wegen Lederrüstung, wir können uns da schon eine Eisenrüstung bauen. So, ein wenig Bruchstein. Was da? Nochmal Stein, Stein, Stein. Den werden wir uns auch gleich aufziegeln, sozusagen. So, den Stein sammeln wir wieder ein und lassen den nackten Stein hier. Bruchstein, Erde, Erde. Ziegel nehmen wir mit. Die Slabs lassen wir da, 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 da. So. Ein wenig Kohle. Ah, wir nehmen die ganze Kohle. So. Hier kommt der restliche Sand. Wir haben ja gesagt, wir brauchen enorm viele Fenster. So. Dann haben wir hier noch die restlichen Bruchsteine. Dann alle eingeschmolzen. Und die Kohle hier unten in den Heizkessel. Der Heizkessel. So, was brauchen wir noch? Fertig. Ich nehme an, das war's einmal. Wir bauen uns eine Axt. Axt. So. Das ist die Axt. Einen Kürbiskuchen ins Gehirn. Schön. So, den einen Bruchstein. Hierher. Und da war doch ein... Naja, weg ist. Ja, also. Knochen. Ein Bogen. Sehr schön. Den haben wir auch gebraucht. So, wir brauchen Fichte. Es muss die Fichte sein. Es muss die Fichte sein. Die Fichte. Das war jetzt echt erfolgreich mit diesen ganzen Rohstoffen da unten. Wir haben Gold gefunden, unser erstes Gold gefunden. Das war natürlich großartig. Schätze. Und Kohle, viel Kohle. Wieso geht das hier nicht? So? So? Jetzt? Ja! Viel, viel Kohle gefunden. Was natürlich super ist. Jetzt können wir weitermachen mit Glasschmelzen, mit Steinschmelzen. Ja? Und das bringt den Turm voran. Unser gemeinsames Projekt. Ah, das ist schön. So, weiter geht's. Fast sind wir auf dieser Reihe durch in der Baumschule. Und dann geht's weiter. Wir haben schon 32. Ich könnte mal zählen, wie viele Fichtenstämme wir brauchen für ein so ein Stockwerk. Weil ich glaube, das sind ganz schön viele. So, da oben wird noch eines decayen. Wir haben einen Bogen und wir haben Pfeile. Das bringt mich natürlich auf eine ganz tolle Idee. Aber nicht jetzt. So. Fichte, Fichte, Fichte. Und... naja. Groß war die Ausbeute jetzt nicht. An Setzlingen. Hühnerinsel. Die zwei waren's. So, wir essen noch den einen Kürbiskuchen. Und... ah, schön. Ah, hinauf in den oberen Stock. Hinauf, hinauf. Ich danke euch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.